Hey, meine Rabauken, wir befinden uns in einer ganz normalen Vanilla-Minecraft-Welt. Nein! Die Lina ist dabei, moinsen. Moin! So, wir haben nämlich heute den Auftrag, einen heftigen Killeranzug zu craften. Wir können uns so eine Cyborg-Hand machen und verschiedene, also halt Helm, Brustplatte, Hose, Schuhe, wie man es kennt. Und die Waffe, die können wir dann wiederum mit Upgrades erweitern und. Also, die wird mega OP. Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefällt. Wir legen los. Energierüstungsbasteltisch brauchen wir erstmal, Lina. Dafür brauchen wir Basic-Sachen. Verdammt, ich habe den Cheat-Modus noch aktiviert. Was? Cheat-Modus ist jetzt wieder deaktiviert. Also, wir brauchen diesen Energierüstungsbasteltisch. Dazu brauchen wir Eisenbarren, Lapis und einen Smaragd. Die werden wir jetzt suchen. Und dann geht's weiter, Lina. Also auf die Plätze fertig. Let's go. Let's go. So, ich werde aber erstmal mich ein bisschen um Essen kümmern, glaube ich, du. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Hier sind nämlich gerade so viele Tiere, Alter. Also übelst viele Tiere. Man könnte auch sagen, arsch viele Tiere. Mega viele Tiere. Mega ultra viele Tiere. Mega ultra. Terra viele Tiere. Major viele. Major. Monster viele. Alter, wir sollen übertreiben, ne? Wer hat als erstes Stein? Oha! Aber ich musste auch den Cheat-Modus deaktivieren. Genau! Hey, ich habe eine Höhle gefunden. Ich bin X-Rayer. Komme ich jetzt an meine Werkbank ran von hier unten? Ja, wo habe ich mich hier? Oh ja, komme ich sogar, Alter. Als ob ich das studiert hätte. Das kann ich nämlich direkt. Ja, wer hat nämlich als erstes Eisen jetzt? Icke. Automatische Sprengen. Ich habe Zuckerrohr. Was, wir brauchen das? Könnte schon sein, dass wir das für ein Upgrade brauchen. Ich weiß auch nicht, was die Upgrade so, weil es wird sicher auch ein Verzauberungs-Upgrade geben. Deswegen ziehe ich mir das direkt mal. Alter, hier sind mehr Kühe als. Als Schweine. Null. Wir müssen den Ofen machen. Leider haben wir in der Version ja noch kein. Achso, ich habe ja die Erze multipliziert. Gerade gewundert, warum ich hier random Diamanten finde. Ich selbst gar nicht mehr dran erinnert. Ja, bei der Version gibt es doch kein Lagerfeuer. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Ein Lagerfeuer könnten wir jetzt gut gebrauchen, denn wir haben jede Menge Fleisch zum Braten und ein Lagerfeuer kann halt 4 gleichzeitig burnen, während ein Ofen immer nur einburnen kann. Was natürlich grundsätzlich nicht so geil ist. Bum, bum. Hälfte Kohle rein. Hier machen wir Eisen. Hier machen wir das Fleisch. Lego, Schmego. So, dann können wir uns eigentlich direkt. Verdammt, wir haben nicht genug Stein für eine Axt. Wir haben auch leider nicht genug Eisen, um die Dias abzubauen. Okay, das würde ich sagen, wir machen jetzt hier uns so einen kleinen Essensvorrat und dann gehen wir weiter auf die Suche. Was brauchen wir überhaupt für den Tisch nochmal? Ah ja, Smaragd. Ein Smaragd! Okay, das könnte schwierig werden tatsächlich. Mhm. Jetzt werden wir unsere gesammelten Ressourcen hier erst. Ich habe sehr wenig Kohle. Ich hoffe, du hast viel Kohle. Ich habe 9 Stück. Das ist nicht viel. So, ich muss irgendwie den Smaragd ranbekommen. 19 Fäden. Soll ich 19 Fäden kriegen, Alter, du Scherzkeks? Du bist ja. Spinnendungeon. Ja, okay, das würde gehen, stimmt. Stimmt, so eine, der auch hier. So eine, ein Schacht. Papier. 29 Papier, das ist schon realistischer. 29 Paper. Wir brauchen halt eigentlich auch nur einen Smaragd, weil wir brauchen nur einen Smaragd für den Tisch. Ja, okay, aber jetzt sehe ich hier gerade auch kein Zuckerrohr. Ah, doch, da hinten. Moin, Selina. Moin, moin. So, der Typ, das war, glaube ich, der hier, ne? Nee. Der, genau. Boom, boom. Wir haben den Smaragd darin, jo. Nice. Das müsste ich eigentlich, warte, dass das kurz eine Werkbank hier aufstellen. Das müsste ich eigentlich den Tisch machen können. Jupp, boom, boom. Und da haben wir unseren Crafting-Tisch für unsere Rüstung. So. Krass, crazy. Oh Gott, dann komme ich jetzt hier raus. Ach du heilige Güte. Oh, okay. Aber erstmal müssen wir die Rüstung craften. Dazu brauchen wir, warte mal, das kann ich dir sagen, wir brauchen 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir brauchen 11 Kabel. Kabel machst du links Gold, Mitte Redstone, rechts Gold. Eine Reihe einfach nur in der Mitte. Was hatte ich gerade gesagt? 16? Keine Ahnung. Oh, man kriegt 8 daraus. Oha, warte, ich gebe dir die einfach, sehr übelst billig. Warte, hier hast du. Da. Bitte. Ich hab, ja. Super. So. Und jetzt craftest du. Ja, du kannst eigentlich auch selbst nachgucken, Idina, Mann. Das Smaragdzimmer, aber ich weiß nicht, wo ich gucken soll.
Achso, ich brauche ein Kabel. Die Gabel hast du. Machen wir den Energiehelm oder was? Ja, die, ne, genau, die Energierüstung und den Arm da ganz rechts. Ah ja, dafür brauchen wir Kabel und Eisen. Genau, hast du alles. Kriegt man aus Eisen Klumpen. Hör nur gut, dass du sicherheitshalber das mal nachgeguckt hast. So, ich habe meine volle Rüstung. Zack, zack, zack. Kann man anziehen. Oh ne, ich meine, der Helm fehlt mir. Oh nee. Oh, da kommt das FBI. Scheiße, ey, die haben gemerkt, dass ich gecheatet hab. Doch, ich hab doch den Helm gemacht. Ah, hier ist er doch. So. Alter, wie sehe ich denn aus? Boah, ist das nice. Ready. Alter, siehst du heftig aus. Moin, moin, ich bin's. Okay, pass auf. Jetzt, wir beginnen mal mit der Brustplatte. Jetzt nimmst du die Brustplatte, öffnest den Tisch, selektierst die Brustplatte. So. Jetzt kannst du beispielsweise oben die Rüstung verbessern. Ne? Lederschild, Eisenschild, Diamantschild, Energieschild. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal das Energieschild, weil ich habe jede Menge, die Diamantplatte, weil wir haben jede Menge Diamanten. So, dazu brauchen wir eine Diamantplatte. Die müssen wir vorher craften. Die kannst du hier. Dazu brauchen wir ein Kabel. Das haben wir alles noch. Diamantplatte gemaked. So. Kriegst du das hin, Edina? Ich habe keine Dias. Du hast keine Dias? Nein, ich habe ein Steinschwert und eine Eisenschütze. Kacke, Alter. Edina, also wirklich. Wer habe ich hier allein gefahren? Da ist die Diaplatte. Meine Güte. So, zack, zack. Installieren. Ist installiert. So. Achso, ich muss auch anziehen. Okay, da hat sich jetzt äußerlich nichts verändert, aber wir haben auf jeden Fall eine viel bessere Rüstung bekommen. Steht da irgendwie auch da, wie viel man überhaupt mehr kriegt? Das Diamantplattieren ist schwieriger und teurer in der Herstellung, bietet jedoch einen besseren Schutz. Ja, okay, was ist jetzt? Also, steht nicht da, aber wird schon. Okay. Kosmetik. Macht der. Also, muss ich das jetzt auf jedem machen? Ah, ja, eigentlich schon, ne? Ne, aber so richtig interessant ist ja eigentlich die Energiefaust. Lass doch mal rechnen, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch Kosmetik. Mache den Gegenstand transparent. Müll! Energie. Diese Energie ist dann für das Energieschild. Das haben wir, glaube ich. Also, das haben wir erstmal nicht. Also, brauchen wir das erstmal nicht. Umwelt. Wasserelektrolysierer. Wenn dir die Luft ausgeht, wird dieses Modul das Wasser um dich herum aufblasen. Oha. Autoernährungseinheit. Die mache ich mal sowas von. Wir brauchen zwei von diesen Dingern und eins davon. Okay. Zwei von denen hier, ne? Okay, das braucht eine Magnetspulkomponente. Ach du heilige Güte, wir brauchen übelst viel von diesen komischen Dingern. Hast du Gold? Ja, 35, die werden wir auch brauchen, Alter. So, die Spule brauchen wir. Zweimal. So. Auto essen, Alter, das ist ja übel nice. Jetzt können wir uns zweimal das hier machen. Boom, dann boom, boom. Und... Ach, ich brauche vier! Mann, ey! Jetzt haben wir genug. Vier. So, jetzt können wir das zweimal machen. Zweimal, zweimal, zweimal. Buff! Genau. Und dann brauchten wir noch den LV-Kondensator, oder? Aber das mit Sicherheit aber nochmal nachgucken. Bin mir. Ist gar nicht sicher. Auto essen. Oh, ich kann's ja. Movement gibt's hier? Nee, aber wir sind jetzt gerade hier beim Kopf. Autoernährungseinheit, genau. Wir brauchen den Kontrollschaltkreis brauchen wir zweimal. Was ist denn der Kontrollschaltkreis? Wo steht denn der hier? Ah, hier. Was brauche ich da denn für Müll? Die haben auch ein Kaktusgrün. Schwuppdiwupps, sind wir da auch schon im Game-Mode. Ernährungseinheit, Wasserelektrolysator. So, dann machen wir hier ultimative Batterie. Dann können wir eigentlich auch direkt das Energieschild machen, wenn wir schon mal dabei sind. Kosmetik machen wir nicht, ist doof. Nachtsichtgerät machen wir. Ferngläser machen wir. Special. Flug, eine integrierte Steuerstange, die ihnen hilft, besser zu fliegen. Okay, wir können fliegen. Eine Uhr. Ein Kompass. Ein High-Efficiency-Solargenerator. Okay, der lädt dann wahrscheinlich die Batterie wieder auf. Und Photovoltaikgenerator. Wir machen einfach alles drauf. Wir scheppern alles drauf. Energieschild. Dann die beste Storage. Raketenrucksack. Unbegrenzt zu springen. Gleiter. Machen wir auch. Fallschirm. Machen wir auch. Special Tarnung. Oha, Alter. Das ist ja heftig. Magnet. Erzeugt ein Magnetfeld, das stark genug ist, Gegenstände gegen den Spieler zu ziehen. Nah, an dieses Modul leitet kontinuierlich Strom ab. Das ist natürlich nicht so geil, du. Okay, installier mal. Boom.
Dann braucht man ein modernes Kühlsystem. Kühlt, okay. Mob Repulsor. Schieb Mobs von dir weg, wenn es aktiv. Wow. Grundkühlsystem machen wir auch. Thermischer Generator machen wir auch. Hey, gibt's so viel, Alter. Laufassistent, Sprungassistent, Schwimmturbo, Steigungsassistent. Bam, bam, bam. Und jetzt bei der Waffe wird's interessant. Jetzt wird's interessant, okay. Axt. Äxte dienen hauptsächlich, okay, Axt. Dann Spitzhacke, Schaufel, Schere, Hacke, Luchskompensator. Ah, das ist für Licht, okay. Laubgebläse, Feuerzeug. Dimensionaler Tränengenner. Teufel, ist das? Der wünscht mir. Ah, damit können wir uns in Nether teleportieren. Einfach so, ja, lol. Diamantbohrer-Upgrade. Vor-Ort-Assembler. Blitz-O-Mat. Der Mat erlaubt das Aufladen von Blitzen. Klingenwerfer. Die bist du auch gerade dabei? Ja, na sicher, Alter. Ich lese gerade durch und baller alles drauf. Ich habe aber alles drauf geschnallt. So, man kann ja auch visuell irgendwie machen. Da kann man, glaube ich, das aussehen. Soll ich mal den Helm? Okay. Das habe ich auch nicht verstanden, wie das funktioniert. Ich habe die Brustplatte an. Ah, Energie, 11,3 Millionen von 100. Das muss ich erstmal aufladen in der Sonne. Warum zum Teufel ist meine Brustplatte unsichtbar? Warte mal, das finde ich hässlich. Ja, warum ist die unsichtbar? Weil du die transparent Tarnung gemacht hast? Mann, Tarnung weg. Besser, besser. So, ich will jetzt, dass das cool aussieht. Hm, wir wollen die rot haben, würde ich sagen. Oha, Alter. Okay, das ist cool. Alter, sowas von Team Rot. Hose. Nice, ist das jetzt so? Sehe ich jetzt so aus? Oha, Alina, guck mal. Mhm. Du bist ja unsichtbar. Lol, du bist rot. Ja. Ich will aber gar nicht unsichtbar sein, aber ich würde dich klopfen nicht. Ah, jetzt sehen wir links die Uhrzeit. Aha, okay. Jetzt kannst du, wenn du auf 1 deine Energiefaust... Oh, ich dachte, du bist der Villager. Wenn du auf 1 deine Energiefaust hast, kannst du jetzt 1 gedrückt halten, dann öffnet sich dein Menü. Dann kannst du alles. Wir nehmen zum Beispiel mal das Laubgebläse. Was kann das? Kann das überhaupt was? Plasmakanone. Okay, gegen dich funktioniert das nicht, weil du im Game Mode bist. Okay. Also weiß ich, eine Plasmakanone habe ich jetzt. Ja, man kann schon extrem schnell schießen. Ja, okay. Ne, dafür, dass das einfach so eine Funktion vom Anzug ist, natürlich schon nice. Wir haben elektromagnetische Kanone. Ah, die schießt mich selbst zurück. Warte mal. Ah, da kriegt er Knockback. Haha, okay, nice. Wir haben noch Diamantbohrer-Upgrade. Wie setze ich das ein? Ach, der hat keinen Strom mehr, ne? Doch, 1,3 Millionen. Das scheint nur eine Erweiterung zu sein. Das heißt, ich muss wahrscheinlich... Nee, doch. Diamantbohrer-Upgrade. Wieso brauchst du das jetzt nicht ab hier? Seht ihr das? Dieses Magnetding saugt die Blöcke an. Und dann kannst du echt halt auch übelst schnell abbauen. Feuerzeug geht. Rechtsklick einfach. Blitzomat. Ich habe aus dem Villager eine Hexe gemacht. Scheiße. Soll ich mit Absicht? Alter, wieso kriegt denn da so komische Schockpacks? Das ist, glaube ich, schon mal eine Waffe. Antimagnetkanone. Okay, auf viel Damage an meine Waffe, nur nicht wirklich. Weg damit, tschüss. So. Was haben wir hier noch? Ach, damit müssten wir doch eigentlich. Jetzt mal rechtsklick. Damit kann ich mich krank teleportieren, Alter. Okay. Sick Touch Enchantment. Nice, dann können wir so Gras abbauen. Ja, kannst du mal chillen, Alter, mit dem Magnet jetzt hier gerade mal. Achso, wenn mein Inventar voll ist, dann komm hier rein damit. So, Schere, Luchskompensator, Feld, Plasmakanone, Klingenwerfer hat man noch nicht. Ah, okay, okay, okay. Sag mal, hast du hier ein Problem oder was da? So, sammeln wir mal auf die Bude. So, Klingenwerfer ist auch sehr nice. Okay, okay, okay. Vor-Ort-Assembler ist dann... Ah, da kann ich immer eine Werkbank öffnen. Auch sehr praktisch. Laubgebläse. Ja, doch, man sieht das schon. Der macht was. Der bläst. Aber ist halt sehr schwach. Also, so hundertprozentig verstehe ich den nicht. Aber der macht auf jeden Fall. Ah, ich habe keine Energie mehr. Scheiße. Ich muss erst mal mit Solar mein Dings wieder aufsammeln. Elina möchte ein Battle. Hörst du überhaupt deinen Anzug an? Ja, es sieht nur so aus, als hätte ich den nicht an.
Geht los. Hä, hey, was geht jetzt schon los? Hey, du wolltest einen Blitz machen. Ich weiß gar nicht, wie viel Damage das Ding macht. Ich habe sehr wenig Solarzellen gerade. Hast du wenig Energie? Ja, vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Da muss die Plasma-Kanone her. Ist sie stark? Oder ist die Sache nicht? Ja, du kriegst einen Nullschaden. Ich mach gar kein Damage an mir. Mein Anzug ist so OP, Lina. Mein Anzug ist total Müll. Den habe ich auf Wish bestellt. Deswegen ist also dein Anzug ist auf Wish. Ja, meiner ist aber auch so ein bisschen auf Wisch, weil dieses Spitzhacken-Tool funktioniert bei meinem auch nicht. Ja, aber ansonsten war der sehr stabil, Alter. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wenn ihr den Anzug cool fandet. Abonniert den Kanal natürlich auch kostenlos. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Tschüss.